Und die Halle ist mit etwa 6000 Zuschauern gut besetzt. Das ist der Ringrichter Ismael Fernandez. Und die beiden, Tapia und Johnson, sind alte Bekannte schon aus Amateurtagen. Tapia 29 Siege, 2 Unentschieden, also noch ohne Niederlage. Weltmeister seit Oktober 1994. Es ist heute seine dritte Titelverteidigung. Und das ist Arthur Johnson. Er lächelt zuversichtlich. Er hat bisher 11-mal gewonnen, hat 2-mal verloren. Warum zuversichtlich? Er hat diesen Johnny Tapia 1988 bei den Amerika-Ausscheidungen für Olympia, für Seoul, klar geschlagen. Der Ringsprecher ist Michael Buffer und hier seine Originalansage für den Weltmeister. The Babyface Assassin, Johnny Tapia. Johnny Tapia ist hier groß geworden in Albuquerque. Er kennt seine Eltern kaum, ist bei den Großeltern aufgewachsen und auf der Straße. Er hat sehr frühzeitig mit Drogen und mit kriminellen Dingen zu tun gehabt und er hat auch mal 3 Jahre nicht boxen können. Von 91 bis 92 und nochmal bis 93, weil er da im Gefängnis saß. 94 kam er wieder raus und hat seitdem große Boxleistungen verbracht. Aber dazu später mehr. Der Kampf geht über 12 Runden. Es ist ein Titelfight der WBO, der World Boxing Organization. In der schwarzen Hose der hellhäutige Mann, das ist Johnny Tapia. Und in der roten Hose mit seinem Spitznamen aufgedruckt, Flash, der Blitz, Arthur Johnson. Johnson kommt aus St. Louis, 29 Jahre alt, 1 Jahr älter als Johnny Tapia. Mit dem Gewicht hatten beide keine Schwierigkeiten. Das Limit liegt bei 52,1 Kilo. Das gilt also für Superfliegen oder wie man auch sagen kann, Junior Bantamgewicht. Das sind genau 115 amerikanische Pfund. Und das ist etwas, was beide gemeinsam haben. Damals, 88, kämpften sie im Amateurfliegengewicht. Limit 51 Kilo. Und jetzt bringen sie immer noch dieses Gewicht 7 Jahre später. Das spricht für ihre Kondition und für ihre gewissenhafte Vorbereitung. Und was wir Ihnen hier noch so nebenbei bieten, liebe Zuschauer, das ist eine Vergleichsmöglichkeit, denn wir haben am Sonntag berichtet über den Titelfight der Version IBF, International Boxing Federation, zwischen dem Titelverteidiger, dem erfolgreichen Harold Gray, gegen Julio César Borboa. Der Kolumbianer, ist er so gut wie der Gewinner von Albuquerque? Das ist eine Frage, die Sie selbst beantworten können. Und noch etwas sollen Sie wissen, in den Ecken der beiden stehen 2 Boxlegenden. Bei Arthur Johnson ist es Angelo Dundee, der frühere Coach von Muhammad Ali. Und bei Johnny Tapia ist es der 70-jährige Paul Chavez, der gesagt hat, Junge, komm zu mir, entweder gehst du unter oder aber du machst das, was ich dir sage. Und das Boxen bringt dich wieder zurück auf den richtigen Weg. Der Zuschauer natürlich auf Seiten des Lokalfavoriten hier, Johnny Tapia, der hier auf den Straßen von Albuquerque groß geworden ist. Da links also Paul Chavez bei Tapia und bisher geht das Ganze gut. Bisher ist er sauber, ist er clean und es ist vielleicht mit seinen 28 Jahren seine letzte Chance, aus seinem Leben noch etwas zu machen. Die Kalkulation rechts, da sehen Sie Angelo Dundee bei Arthur Johnson, ist die,
Tapia sagt man nach, dass er nicht unbedingt eine gute Kondition hat, dass er so nach der 7., 8., 9. Runde etwas schwächer wird. Und deswegen soll Johnson, wenn es geht, über die Zeit gehen. Den Gegner beschäftigen, den Gegner müde machen. Aber die erste Runde hat schon gezeigt, das knistert vor Spannung. Oh, kein Shake Hands von Arthur Johnson. Das war am Anfang vor dem Fighterfall, aber dann nicht während des Fights. Und am Schluss wieder. Tapia wurde Weltmeister am 12. Oktober des vergangenen Jahres, als er Henry Martinez in der 11. Runde K.O. schlug. Ja, und da sehen Sie, seine Frau, auch die soll dazu beitragen, dass der Bursche Halt hat und dass er seinem normalen Leben findet. Und natürlich ist da jeder Erfolg. Ist da jeder Sieg eine wichtige Mithilfe. Ja, und wenn Sie bei uns Stammzuschauer sind, dann haben Sie diesen Johnny Tapia schon gesehen. Seinen letzten Titelfight gegen Ricardo Vargas haben wir übertragen. Und da gab es, erinnern Sie sich, nach 8 Runden ein sogenanntes technisches Unentschieden. Es gab eine Verletzung, beide prallten mit den Köpfen zusammen, beide waren schwer verletzt. Und da wurde gerechnet und es gab ein Unentschieden. Und damit blieb Johnny Tapia weiterhin im Besitz des Weltmeistergürtels. Ja, wuchtiger, wuchtiger ist Tapia. Und sein bester Schlag ist der linke Haken. Aber gutes Boxen. Auch bei Arthur Johnson, der gut vermeidet, der im Augenblick ein bisschen mehr Wert auf seine Deckung legt. Aber dieser Johnny Tapia ist imstande, die Deckung, wenn sie nicht genau stimmt, zu durchschlagen. Ja, da wird er getragen, er braucht das. Er sagt immer, ich brauche Anerkennung, ich brauche Anfeuerung. Was würden Sie tun, um die besten Rocksongs der Welt in eine Sammlung zu packen? Sie würden Bands wie Rainbow nehmen, Deep Purple, Foreigner, Jethro Tull, Free. Also Johnson war ein großer Amateur mit 90 Siegen und 15 Niederlagen und er hat nicht nur Tapia in seiner Amateurzeit geschlagen, auch die späteren Weltmeister bei den Profis Michael Carbajal, Eddie Cook und Kennedy McKinney. Also, er kann boxen. Damals, 88 in Seoul, kam er bis in die dritte Runde und verlor gegen den Goldmedaillengewinner Kwang Soon Kim 0:5. Aber Sie wissen ja, in Seoul gab es damals im Boxen, ich erinnere nur an Roy Jones, merkwürdige Urteile.
sehen Sie, Natanja Johnson. Auch er, der farbige Fighter aus St. Louis, ist in festen Händen. Ja, und Sie wissen ja, wie Frauen reagieren, temperamentvoll. Ich denke nur an Christine Rogiciani. Ja, da können nur wenige Frauen stillsitzen und ruhig bleiben. Sie fiebern mit, sie fühlen mit. Die Verbissenheit ist unverkennbar. Oh, jetzt wird es aufgeregt. Und jetzt soll aus dem Kampf im Ring ja keine Straßenschlacht werden. Da muss jetzt der Ismael Fernandez ein bisschen aufpassen. Aber ein guter Kampf. Schnell, hart, mit hoher Schlagfrequenz. Ja, die Kombination klappt noch nicht. Links, rechts bei Tapia. Die rechte Hand. Ich finde ihr Ziel noch nicht. Kopf hoch. Die Linke ist immer wieder da. Dieser Johnny Tapia ist hervorragend eingestellt und dann natürlich, wenn die beiden sich so gut kennen, ja, jetzt machen sie ihre Späße, ihre Tricks, jetzt wird er wild, man kann ihn reizen, das wissen seine Gegner immer. Man kann mit einer Bemerkung, mit einer Gestik diesen Johnny Tapia sofort in Aufregung versetzen und dann vergisst er alles und das kann sich dann ein guter, ein raffinierter Gegner zunutze machen. Ja, sehen Sie das? Ja, und da verliert er vielleicht seine Konzeption. Also, vierte Runde. Was kann man sagen? Vielleicht ganz leichte Vorteile für den Weltmeister, der mehr angreift, der mehr Druck macht. Und beide haben ja vorher getönt. Der Arthur Flash Johnson hat gesagt, und ich werde ihm wieder zeigen, dass ich der Bessere bin. Und Tapia hat gesagt, diesmal zeige ich ihm, wer wirklich der Bessere ist. Und so ähnliche Redensarten haben sich beide um die Ohren geschlagen. Aber der Kampf ist gut. Der ist spannend. Da ist was drin. Kombination links-rechts kommt noch nicht präzise genug bei Tapia. Gute Reflexe, schnelle Beine bei Johnson. Ja, der viel vermeidet. Ein, zwei, drei Versuche lässt er ins Leere gehen, aber dann kommt doch noch die vierte Hand einigermaßen ins Ziel. Oh, die beste Kombination bisher. Die beste Serie von Johnson. Und haben Sie gesehen, wie dieser Johnny Tapia hineinwinkt mit der linken Hand? Als beide da klammern, da standen mit der linken Hand. Die Zuschauer aufforderte, kommt, macht Stimmung. Ja, wenn er hier besteht, im Feuerofen von Albuquerque, dann ist dieser Flash Johnson, der so als kleiner schwarzer Vogel hineingegangen ist, so etwas wie ein Phönix.
Und er schaut hinterher. Na, willst du noch was sagen? Ah, das ist spürbar hier. Und natürlich das Übergewicht der Sympathie bei dem Einheimischen, bei Johnny Tapia. Er will es mit Gewalt machen. Mit der Rechten, aber die kommt noch nicht bei Tapia. Ruhige Arbeit in beiden Ecken. Die beiden Altmeister. Angelo Dundee rechts ist schon raus. Paul Chavez klettert jetzt raus und da kommt der Gong zur fünften Runde. Ist das mitentscheidend. Dieser Johnny Tapia, der hat so etwas wie eine zusätzliche, eine letzte Motivation drin. Er weiß, wenn er hier gewinnt, dann geht es hier um seine Zukunft. Er kämpft also nicht nur, um zu gewinnen. Er will auf der sozialen Stufenleiter wieder eine Sprosse höher. Er will Land unter den Füßen haben. Und das kann vielleicht den Ausschlag geben. Da war er drin mit der Linken. Und der rechte Oberzacken auch von Johnson. Aber öfter schlägt und trifft der Weltmeister, der Titelverteidiger in der schwarzen Hose, Johnny Tapia. Aber gut ist dieser Johnson eingestellt. Und bisher stimmt ja alles. Er soll über die Zeit gehen. Er soll den Weltmeister müde machen. Und vielleicht schlägt er sich auch ein bisschen müde. Hoppla! Ja, er hatte abgedreht, er hat aber gewartet, bis er sich wieder umdrehte. Und da kam die Rechte von Johnson. Aber immer wieder gelingt es Johnson, Tapia ein bisschen aus der Fassung zu bringen. Und vielleicht eben etwas vom Konzept abzubringen. Das ist die große Mühe, die Paul Chavez hat. Der Trainer, bleibe beherrscht, bleibe diszipliniert. Und mit 1,69 Meter ist Azor Johnson 3 cm größer als Johnny Tapia. Und das ist eine Einspielung, ein Hinweis auf das Programm unserer amerikanischen Kollegen. Johnson. Er wird schneller. Er arbeitet mehr. Das war auch so die Parole von Angelo Dundee. Du musst mehr mitmachen, sonst fällst du zu weit zurück. Aber ein guter Kampf, liebe Zuschauer. Gar keine Frage. Die beiden sind Pfund für Pfund ihre Gage wert. Und da bekreuzigt sich Johnny Tapia, Sprung in die siebte Runde. Seinem Zeitpunkt, da der Kampf, wie er offen erscheint, vielleicht immer noch ein ganz winziger Vorteil. Vielleicht für Johnny Tapia. Aber die fünfte Runde, die hat bei mir Johnson gewonnen, weil er präziser schlug, genauer traf. So, jetzt kommt's auf an. Zweite Hälfte der Weltmeisterschaftsdistanz. Die ominöse siebte Runde.
Tapia sieht immer dann gut aus, wenn er nach vorn marschiert, wenn er tränkt, wenn er treibt. Aber die Frage ist, wie lange kann er das im Augenblick? So scheint mir, ist er schon etwas langsamer geworden in dieser siebten Runde. Vater? Naja, ein Vater, der außerdem auch noch Fachmann ist, der selber geboxt hat, Johnson Senior, der sieht das Ganze etwas leidenschaftsloser als vielleicht die Frau. Oder anders gesagt, der sieht es sachlicher und nicht mit so viel Gefühl. Ja, unverkennbar. Tapia hat etwas zurückgeschaltet. Er geht rückwärts zum ersten Mal in diesem Fight und Johnson versucht jetzt zu treiben. Wieder die Bemerkung hinterher, was will der denn? Der kann mich doch nicht schlagen, der kann mir nicht wehtun. Ja, da ist natürlich viel Schauspielerei dabei, aber doch eine tolle Runde. Und wie war sie? Offen oder mit Vorteilen für Johnson? Da ist er, Paul Chavez. Der hat den Jungen genommen, als er aus dem Knast kam. 1994 gesagt, ich gebe dir eine Chance. Aber nur dann, wenn du das machst, was ich dir sage. Und da hat er dann im März 1994 wieder angefangen zu boxen und hat da alles gewonnen, bis er dann zu dem Titelfight kam, so durch Zufall. Und jetzt will er diesen Faden, den ihm das Schicksal nochmal hingehalten hat, den will er festhalten. Den will er nicht mehr aus der Hand geben. Aber hier wird es knapp. Denn dieser Johnson ist ein weltmeisterlicher Gegner, gar keine Frage. Also beide lassen es etwas ruhiger angehen. Das Tempo dieser ersten 6-7 Runden, das war unheimlich hoch und da muss man auch dran denken und das tut die Ecke immer wieder. Pass auf, das Ding geht über 12 Runden, also du musst noch ein bisschen etwas im Reservetank lassen. Thank you.
Dieser Johnson sieht schon im Ansatz, was dieser Johnny Tapia vorhat. Also er geht rechtzeitig zurück und er zwingt ihn, nach vorn zu kommen. Er versucht, ihn in einen Konter hineinzuziehen. Diese achte Runde war bisher die ruhigste, so will ich das mal sagen. Und für mich steht der Kampf immer noch auf des Messers Schneide. Keinerlei Kampfspuren. Bei Arthur Johnson, er reagiert hervorragend. Und bei ihm, Angelo Dundee. Keine Kampfspuren, da ist ein Riss. Unterhalb der linken Augenbraue. 2 Zentimeter, 3 Zentimeter. Da, am Ende. Aber keine Gefahr im Augenblick für das Auge. Da sieht man es nochmal. Ein leichter Film drüber. Aber ob er hält? Ach, drüben hat Paul Chavez seinen Mann aufgefordert. Du musst wieder etwas mehr machen. Hast eine Ruhepause gemacht, 2 Runden lang. Komm, und da kommt er, Johnny Tapia. Und das ist am besten, wenn er angreift. Wenn er den Kampf macht. Und die Zuschauer stehen auf. Sie haben das Gefühl, hier kommt vielleicht eine Vorentscheidung in dieser Runde. Kommt der rechte Cross drüber von Johnson. Der fightet mit. Er fightet mit. Der bleibt gleich auf. Diesen Kampf, Hobson gegen Patterson, den werden Sie bei uns auch zu sehen bekommen. Sie wissen ja, bei uns im Jahr weit über 100 Weltmeisterschaften. Nur beim deutschen Sportfernsehen gibt es diese Qualität und auch diese Quantität zu sehen. Jetzt kommt er wieder, jetzt kommt er wieder. Der zweite Wind in dieser Runde für Johnny Tapia. Er muss sich selbst hochpushen. Ja, Johnson befolgt das Konzept meisterhaft und mustergültig. Er beschäftigt den Champ pausenlos. Immer noch dahinter die Absicht, das Ziel. Mach ihn müde, hat Angelo Dundee gesagt. Mach ihn müde und dann pflückst du ihn in den letzten Runden wie einen reifen Apfel vom Baum. Und er hier wieder hinein in seine Zuschauer, der Junge aus Albuquerque. Das ist schon ein toller Fight. Ja, und ich sag's nochmal, es lohnt sich immer.
Boxen beim DSF einzuschalten, da ist, naja, sagen wir mal, fast immer, weitgehend, boxerische Qualität zu sehen. Ja. Und er hört zu. Was sagt ihm der Altmeister Paul Chavez? Wäre Fernsehen zu zweit nicht viel schöner? Machen Sie mit bei der großen Partneraktion und rufen Sie jetzt gebührenfrei an. Mein Name ist Britta Steinmann. Big Sports im DSF. Montag bis Freitag, 18 Uhr. Wenn es über die volle Zeit geht, dann ist das jetzt die drittletzte Runde. Naja, das war umgestoßen, umgerangelt und da ist er schon wieder wild, der Johnny Tapia. Mal sehen, was er jetzt macht. Jetzt will er es wissen. Wer ihn auf der Straße dumm angesehen hat, als Kind hier in Albuquerque, der bekam ein paar hinter die Ohren. Und so reagiert er auch hier manchmal im Ring, wenn da Ehren etwas geschieht, was da nicht ganz in Ordnung war. Dann wird er wild. Ja, und jetzt muss die Rechnung aufgehen. Da ist er, Angelo Dundee. Der große Mann, der alles vom Boxen weiß. Er weiß, jetzt muss sein Mann rangehen. Jetzt muss er ihn müde machen. Und auch drüben aus der Ecke von Paul Chavez. Da kommen die Anführungsrufe, die Gestik. Komm, 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 feite, feite. Mach mit, schlag mit. Von Tapia kommt zu weit außen rum. Und dieser Johnson zeigt immer wieder, dass er ein glanzvoller Techniker ist, der nicht ganz so wuchtig ist, aber der präzise zu schlagen versteht und der vor allen Dingen genau trifft. Und seine Linke ist ständig in Bewegung. Eine harte, eine verbissene Runde. Wie kann man die geben? Vielleicht unentschieden? Und dann würde es immer noch einen leichten Vorteil, nach meiner Rechnung, für Johnny Tapia geben. Ah, die gute Deckung, der linke Handschuh bei Johnson ist oben, wenn die rechte angeflogen kommt, weil der Weg zu lang ist. Er sieht sie rechtzeitig und kann immer wieder ablocken. Also, jetzt müssen beide zeigen, was noch drin ist im Ofen. Johnson steht wieder als Erster. Beide hören nochmal die letzten Anweisungen ihrer Trainer. Also, die 11. Runde. So, und jetzt muss Johnson alles das ausspielen, was er möglicherweise noch drin hat. Hat er mehr Reserven als der Weltmeister, dann muss das jetzt sichtbar werden. Ah,
Ja, Johnson, willkommen. Chavez ist aufgeregt. Komm, schlag mit, schlag mit. Wenn ihr in der halben Distanz seid. Ja, nochmal. Schlag die Serie. Links, rechts. Und nochmal links, die dritte Hand hinterher. Die Entschlossenheit der beiden ist kaum zu übertreffen. Da war der linke Haken drin. Da war der linke Haken zum Abschluss drin von ihm. Und da stehen seine Anhänger im Johnson-Gymnasium auf dem Campus der Universität von New Mexico hier in Albuquerque. Und er hört auf den Mann, der für ihn lebenswichtig ist, Paul Chavez, der 70-Jährige. Komm, jetzt raff alles zusammen. Bring alles. Du kannst noch. Du hast noch Reserven. Und hier, was sagt Angelo Dundee? Ja, du musst mehr machen. Du darfst das Ding nicht verschlafen. Er war auch in der 11. Runde vielleicht etwas zu passiv. Wenn er gewinnen will, muss er pausenlos marschieren. Na, Angelo Dundee nicht zufrieden. Kann die 12. Runde das Ganze noch ändern? Shake hands zwischen zwei alten Rivalen, zwei großen Boxern, die einen großen Kampf gemacht haben hier. Jetzt kommt Johnson, jetzt will er angreifen. Er muss angreifen. Der Kampf wird unsauberer in dieser 12. Runde. Da war die rechte Volltreffer von Johnny Tapia. Und da ist er etwas gestoppt in seinem Vorwärtsgang, der Arthur Johnson. Kommt, geht auseinander, sagt Ismael Fernandez. Es geht immer härter, immer verbissener zu. Und er wird wieder zum Faustgefecht, auch ein Wortgefecht geliefert. Gute Aufwärtshaken. Gute Aufwärtshaken. Aber er hat ihn dann runtergedrückt. Er wird nicht angezählt, Tapia. Aber er weiß, was los ist. Der Herausforderer ist gefährlich. Immer noch gefährlich. Die Serie mit Vorteilen für Arthur Johnson. Und da kommt Tapia, rennt hinterher, will ihm das wieder zurückzahlen. Ja, ungenau, ungenau, aber das kann man verstehen. Nach 12 kräftezehrenden Runden. Vielleicht kommt das, was er jetzt macht, dieser Johnson. Vielleicht zu spät, vielleicht eine Runde zu spät.
Da lacht Johnny Tapia. Aber im Moment ist der bessere Mann der Herausforderer. Ja, und jeder Zeitverlust geht zu Lasten von Johnson. Denn der muss aufholen. Ja, und er winkt wieder hinein und fängt eine Rechte ein. Hallo, Freunde. Kommt, kommt, kommt. Macht Stimmung. Müde. Der Champ ist gleich leer. Aber, so meine ich, er liegt knapp vorn. Ah, und er steht oben, Johnson. Aber nein, die Zuschauer machen das Zeichen mit dem Finger, du nicht. Und ich meine auch, das reicht nicht ganz. Also, ich habe 4 Runden für Johnson, 5 für Tapia. Den Rest habe ich offen, unentschieden. Es könnte, es müsste reichen. Aber was für ein Fight, liebe Zuschauer. Und dafür bekommen die beiden, der eine knappe 240.000 Dollar, der andere 120, hätten mehr verdient, wenn ich an manche Schlafwagenkämpfe der Schwergewichter denke. Hier, das war die beste Szene. Da kam er noch mal. Und deswegen hat er auch für mich diese letzte Runde gewonnen, aber... Und da kommt die Antwort. Und da kommen jetzt die ersten offiziellen Verkündungen. Die Punktrichter Nelson Vázquez, El Munoz und Thomas Vázquez. Also, da haben wir also 116 zu 112, 114 zu 114 und 115 zu 113. Also eine 2 zu 1 Entscheidung für den alten und neuen Weltmeister Johnny Tapia. Doch eine vertretbare Entscheidung nach einem großen Kampf gegen einen großartigen Gegner. Ja, und da ist sie zufrieden. Die Frau Tapia und der Trainer, der Paul Chavez. Johnny Tapia weiter auf dem richtigen Weg, im Boxring und im Leben.